Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Fuel. Ja, ich begrüße euch. Ich habe trainiert, aber allerdings... allerdings nicht so viel. Bonebreak ist nur Level 26 und naja, der hat Furienschlag erlernt. Dachte ich, bringe ich ihm bei gegen Heuler. Ich habe eine andere Aufnahmemethode. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser oder dass es nicht negativ auffällt, dass es nicht zu schlimm ist. Und ja, ich werde weiterhin Fuel in HD bringen. Allerdings ist jetzt die Bildschirmgröße, der Nokesh GBA größer eingestellt. Also mein Emulator, womit ich spiele, jetzt ist es. Ich nehme jetzt in einem größeren Fenster auf und wenn ich dann in HD render, weiß ich nicht, verändert sich das vielleicht ein bisschen. Wird die Quali besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Naja. Ich wollte diesen Part eigentlich nach Urania City kommen. Wir haben es 23 Uhr. Und ich dachte mir noch spontan, nehme ich einfach mal Fuel auf. Irgendwann muss man ja aufnehmen, rendern und ein paar Videos uploaden, ne? So muss das ja wohl schon sein als LPR. So, wir gehen hier lang. Okay, war jetzt eigentlich völlig unnötig. Muss ich auch gar nicht lang gehen. So, hier brauchen wir nicht rein. Da können wir nämlich gar nicht lang. Wir gehen den, wie heißt das? Den Weg hier. Und ich glaube, die will tauschen. Nidoran weiblich gegen Nidoran männlich. Habe ich erstens nicht, würde ich auch nicht tauschen. Genau, Tunnelfahrt, den gehen wir lang. Den Game Sound, den mag ich sehr. Nein, ich will hier hin. Was sagst du? Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelfahrt verloren. Ja, stimmt, aber ohne Detektor will ich da jetzt nicht gucken, was da alles rumliegt. Und ja, ich versuche noch weiter Bonebreak zu trainieren, weil der sollte auch mindestens so auf Level 30, 32 sein. Und bis dahin dauert das ja wohl noch. So, Bibor. Vom Käfersammler Peter, ja, Bibor sollte ich ja noch. Oh, Level 28. Ihr seht schon, das Level hier ist boah, extrem hoch. Duo-Nadel, was ist das denn? Zweimal getroffen. Oh, ich wusste, ich hätte Bonebreak mehr trainieren sollen. Okay, ein Furienschlag. Hat nur zweimal getroffen. Verdammter Scheiße hier. Bibor kommt mit Energiefokus. Das heißt, wenn es jetzt trifft und Energiefokus steigert doch die Chance auf einen Volltreffer. So war das genau. Und ich wollte gerade sagen, wenn es trifft, kann es jetzt sein, dass es ein Volltreffer wäre. Zum Beispiel jetzt Critical, aber trifft auch nur zweimal. Und Bonebreak setzt Hornattacke ein. Ha! Und sehr zugunsten von mir erhält Bonebreak jetzt fast 1000 EP. Also kann man durchgehen lassen als 1000. Okay, sehr gut. Smetbo, Joma. Smetbo sollten wir natürlich auch locker besiegen können hier. Mit Furienschlag setze ich erstmal ein. Das ist immer so jetzt meine Standardattacke. Um mal zu gucken, wie viel das zieht. Also nicht sehr viel. Dreimal getroffen. Toll. Klasse. Smetbo setzt Wirbelwind ein. Ich hoffe, dass Ander kommt. Und Carpador. Wieso wird Stupid in den Kampf geschickt? Das ist doof. Das ist Stupid. Da setze ich Klatscher ein in der Hoffnung, dass Stupid besiegt wird. Wenn Smetbo jetzt das macht, was ich denke, dann. Nochmal Wirbelwind. Naja, gut. Kann ich mit leben. Und Chuck wurde ausgewählt. Das ist sogar sehr gut. Eine Hornattacke und Smetbo ist weg. Auf jeden Fall. Chuck ist da so mein overleveltes Pokémon hier auf 39. Toll jetzt als Stupid EP. Oh, erreicht Level 7, Level 8. Chuck erhält natürlich auch noch ein paar EP. Und naja. Das war's dann wohl vom Käfersammler Peter. Mehr hat er nicht zu bieten. So, jetzt müssen wir gegen die kämpfen. Wer da? Hey, hör auf uns heimlich zu belauschen. Und wenn ihr euch vielleicht wundert, dass ich jetzt nicht dass ich nicht so deutlich mich jetzt anhöre oder nicht so, motiviert bin ich auf jeden Fall nicht. Tut mir leid, auch an dieser Stelle. Nein, aber es liegt daran, ich habe gerade verdammt Schmerzen irgendwie, was weiß ich, immer wenn ich die Zunge bewege, dann ich habe mir irgendwie was, müsst ihr nicht wissen, aber ich erzähl's trotzdem. Nein, an der Zahnspange, da hat man dann ja so eine Drähte und ich weiß nicht, irgendwie bin ich da heute wohl zu oft mit der Zunge gegengekommen und dann
reibt das ja halt und dann, was weiß ich, aufgeschürft oder so. Auf jeden Fall tut das jetzt immer irgendwie an der Zunge weh, wenn ich was sag. Und deswegen bin ich jetzt nicht so der Fan vom Sprechen. Muss es aber natürlich machen, weil ist ja hier jetzt kein Walkthrough. Und ich versuche mich da auch nicht zurückzuhalten, weil tut mir ein bisschen weh und bla bla bla. Ich will euch jetzt hier keinen vorheulen. Also, Hornattacke, weiter, Boombreak. Das Tediosa wollte ich gerade sagen, das hätte ich so schaffen müssen jetzt. Und Boombreak, du sackst mir doch jetzt nicht ab, oder? Was ist denn jetzt? Kratzfurie war das, oder? Ja, zieht doch nix. Ein Furienschlag. Besiegt. Tediosa, Tediosa auf Level 21. Weiblich, wurde besiegt. Und Boombreak, alt EP, das ist aber immer noch nicht das Level Up. Verdammt, holy shit. Wertdash, das Pokémon wechseln? Nein! Warum nicht? Weil Pummeluff, das werde ich so besiegen. Oh, mir fällt gerade ein, dass Pummeluff ist das doch. Pummeluff mit Gesang. Okay, zum Glück wurde Pummeluff sofort besiegt. Ist nicht dazu gekommen, Gesang einzusetzen. Das wäre auch sonst sehr vom unserem Nachteil. Garados! Bist du dir sicher, Garados? Sicher, dass wirklich jetzt das hier in Garados kommt? WTF, ich wollte gerade sagen, willst du mich verarschen? Jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Garados, das kann sogar Fuchtler. Nicht ehrlich, oder? Boombreak setzt Zornattacke ein, ich bin mir aber sicher, dass... Oh Gott. Nach diesem Fuchtler will ich Dreschflegel einsetzen. einsetzen, ja, wenn ich dazu noch komme. Tut mir leid. So, jetzt, sag mal, Dreschflegel. Boah, das gibt's noch nicht, komm, sei nicht besiegt. Das wird jetzt so reinhauen, die Dresche. Ja, wir haben Garados noch besiegt, auf jeden Fall. Oh, ich wollte schon sagen, das gibt richtig EP. Ich schätze 1100, ja, okay. 1054 ist ganz gut. Und Orsarin. Ja, lasst, oder was würdet ihr jetzt tun, Leute? Ich kämpfe ganz sicher nicht mehr mit Boombreak weiter. Und da er jetzt angreifen wird, hole ich Magnaien rein. Das wird da wohl das Beste sein, würde ich sagen. Los, Magnaien. Und dann kommt auch noch ein Bedroher dazu, vor allem mit Angriff von Orsarin. Und er greift nur mit Schlecker an. Wie, was, Schlecker? Ich habe jetzt damit gerechnet, dass er angreift mit... oh nein, jetzt kann er sogar noch flinchen. Trugträne. Okay, ich dachte, er kommt jetzt mit dem Schlitzer, aber... okay, das scheint ein langer Fight zu werden, ein langer, anstrengender. Ja, 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 ja. Und er flincht. Oh Gott. Oder nicht er, sondern sie. Nein, Orsarin flincht. Das ist doch... boah. Wenn ich den jetzt mit Magnaien down bekomme, ne, dann... das, dann checke ich überhaupt gar nichts mehr. Da hätte ich ja... ah, Kreuzhieb geht daneben. Aber da hätte ich ja mein Boombreak, den Elefanten da, hätte ich ja drinnen lassen können. Ich wollte gerade sagen, hätte er jetzt geflincht, wäre schon sehr gut. Aber was macht er denn jetzt hier? Magnaien setzt Bliss ein. Jo. Und Orsarin wurde besiegt. Boombreak erhält fast 500 EP. Und Magnaien auch, obwohl Magnaien ist eigentlich auch kein Teammitglied von mir, der soll eigentlich keine EPs bekommen. Wir laufen weiter, hier ist ein Käfersammler. Dich habe ich noch nie gesehen, bist du ein guter Trainer. Beurteile selbst. Wenn du meinst, ich bin gut, naja, ich weiß nicht. Ich bin schlechter. Langton, ja, Peter und Langton und Sponge und Bob und WTF. Das ist jetzt ein schlechter Joke, oder? Smetbo auf Level... ha! Wurde sich das echt so gedacht, dass man das Smetbo will? Das soll man nicht echt... ja, ich weiß, natürlich mit Ander und Typhoon und jedes Pokémon, aber... was? Wurde sich echt gedacht, dass... doch, das könnte hinkommen, wenn Diesel... das wäre jetzt so krank, wenn Diesel das jetzt so eingestellt hat, dass... Smetbo mit Silberhauch... ich werd doch gefickt, ich hab doch keine Chance. Typhoon weg. Jetzt erhöht sich auch noch Angriff. Wie soll das denn gehen, Leute? Smetbo auf Level 50, so krank. Hat er sich echt gedacht, dass man... boah, das ist übel. Das ist sehr, sehr übel. Und ich hol zuerst Chuck rein, aus gutem Grund. Chuck ist bestimmt noch nicht sofort besiegt. Kann ich einen Schwertanz riskieren? Ja, ich würde mal sagen... Windstoß, Alter, und das ist auf Level 50. Das haut so krank rein. Das ist sehr effektiv. Ja, klasse. Chuck setzt den Schwertanz ein und wir werden so zerlegt von einem Overleveled Smetbo.
Tiesel, was hast du dir dabei gedacht? Nockentus, jetzt mal ganz ehrlich, das ist übel. Übel hier eingebaut. Smetlo setzt Silber auch ein. Ja, das ist ja schön und gut, wenn du mein Stupid besiegst. Aber ich werde es nicht gegen Smetlo schaffen. Ich sehe schon kommen. Was soll ich denn bitte schön machen? Ander wird euch jetzt auch bestimmt besiegt. Moment, ich bin 14 Level darunter. Glut, ich versuch's. Ja, und Silberhauch. Was? Passiert jetzt mit Silberhauch das, was ich denke? Okay, Ander setzt Glut ein. Glut wird sehr reinhauen. Komm. Oh. Oder auch nicht. Sieht kaum was. Ja, richtig. Macht auch weiter so. Windstoß. Ja, wir werden so. Oh, so auseinandergenommen. Was soll ich denn machen? Knirscher. Boah, das ist so overleveled, ey. Keine Chance. Es setzt Bodyguard ein. Willst du mich jetzt verarschen? Ander greift weiterhin mit Knirscher an. Komm. Okay, jetzt sehe ich es ein. Jetzt sehe ich ein, dass ich ihn jetzt besiegen muss oder gar nicht. Aber ich habe nur normale Tränke. Das ist schlecht, würde ich sagen. Magnaien, ab mit dir in den Kampf, komm. Wenn ich das jetzt ganz schlecht hinbekomme, dann habe ich es mir schon versaut. Bedroher von Magnaien vermindert Angriff, komm. Smetbo setzt Silber auch ein, das dachte ich mir. Und ich will jetzt nur Chuck in den Kampf holen. Ich weiß, es wird mir nichts bringen, aber... Oh. Oder wie soll ich das denn jetzt machen? Dann werde ich mich auch grün und blau ärgern, wenn Chuck... Oh, ich habe keinen Supertrank mehr. Leute, das ist jetzt mies. Das ist richtig mies, fies. Oh, scheiße, übertrieben hier. Ander, bekommst einen Trank von mir. Komm. Entweder jetzt oder ich bin so am Arsch. Windstoß, okay. Moment, was hat er? Wenn er Windstoß einsetzt, glaube ich, das kann ich überleben. Aber ein Silberhauch nicht. Und Smetbo wird Silberhauch einsetzen, oder? Oh, komm. Streng dich an, Ander. Letzte Chance, das ist doch so krank, das geht doch nicht. Silberhauch, ich wusste es. Und jetzt ist es aus, jetzt sind wir besiegt. Was? Ander, episch, ja, überlebt. Ja, ja, Ander, boah, boah, boah. Diesel, ich weiß, du hast es so gemacht, dass es gehen muss, aber... Junge, so overlevelt, das kannst du nicht bringen. Alter, ich meine, guck dir mein Ander an, mein ganzes Team ist gebasht. Nee, Leute, so gehe ich da nicht mehr hin. Ich gehe jetzt ganz zurück ins Pokémon Center, das muss sein. Smetbo auf Level 50, boah. Und mir fällt gerade ein, okay, Punk hat's durchgezockt und für euch und habt ihr bestimmt bei ihm auch alles gesehen, Fuel. Aber Ander, der ist noch nicht mal so weit und boah, wenn der das wüsste. Vielleicht hat er ja auch alles aufgenommen, aber ich weiß nicht, was gerade bei Ander G auf dem Kanal ist. Rage War ist, weg, Kanal gelöscht, also heftige Sachen da bei denen, aber ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt, aber boah, machen wir weiter bei meinem LP, ey. Smetbo, Level 50 ist, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der nächste Arenaleiter hier auch schon ein Pokémon auf Level 50, 60, also ist ja das Normalste von der Welt, ne? Wie arschig soll ich denn bitte schön bei Fuel trainieren? Ich bin froh, wenn ich den Kampfwander habe, dann könnte ich auch gegen die ganzen anderen Trainer antreten. Inklusive Smetbo, aber boah, es ist crank. Wenn man da einfach hinkommt, ja, Smetbo auf Level 50. So viel wie zwei Pokémon aus meinem Team vielleicht, naja, ein bisschen weniger. Und boah, wir gehen da jetzt erstmal wieder hin, ab nach Urania City. Da wollte ich jetzt diesen Part eigentlich hin, aber schaffe ich wahrscheinlich nicht, naja. Schade drum. Boah, Leute, das ist doch mal übel, ey. Mann, jagt er mir hier so einen Schrecken ein. Ja, genau. Und da ich diesen Part jetzt auch eigentlich gar nicht mehr machen will, ich will den jetzt einfach nur noch rendern, nachher schön uploaden. Hier könnt ihr angucken. Ist bei mir jetzt 23:03 Uhr, also wenn ihr den seht, keine Ahnung. Ich muss mir noch entscheiden. Lade ich ihn jetzt früh morgens hoch, so um, naja, weiß ich nicht. Oder am nächsten Tag erst. Nee, ich glaube, ich lade ihn früh morgens hoch. Das war's von mir. Ich speichere jetzt. Ich bin der Schwist. Das war's von mir mit diesem Part. Ich bin gerade ein bisschen müde. Ich wollte eigentlich jetzt gerade gehen. Aber naja, wir sehen uns hier bei diesen Trainern. Und tschüss, tschüss. Haut rein.